Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War und dem Beagle. Wir sollen Sindri einen Zahn besorgen. Hast du dir gefallen? Der hat die ganze Zeit geredet und da habe ich es im Menü belassen. Ich weiß, wie man die Leviathan-Axt schwingt. Sieht aber eher so aus, als würde er diesen Zahn trennen. Fass ihn nicht genau. Oh, egal. So unrein. So schrecklich unrein. Oh. Ja, nun. Wie das stinkt. Perfekt. Ach, jetzt hab ich. Okay. Ja, den fasse ich nicht an. Halt ihn hoch. Ja, und jetzt? So, jetzt fahr damit die Sehne des Bogens entlang. Mhm. Tu's einfach. Atreus, deinen Bogen. Zweimal sollte reichen. Ah, schön, sachte. Sie haben Schockpfeile erhalten. Schießen Sie damit auf Sprengkristalle, um in der Nähe befindliche Harzhindernisse des Weltenbaums zu zerstören. Sie haben Schockpfeile erhalten. Ja, gut, danke. Wow. Wow. Oh klar, jetzt seid ihr beeindruckt. Ja. Hier. Oh, du hast es schon selbst rausgefunden. Ja. Na dann, vergiss es. Ist ja nicht so, als wollte ich gerade die komplexe Kunstfertigkeit meines Berufs erklären. Nein, nicht doch. Solange es dir hilft. Ja. Oh, guck's euch an! Gut, dass ich nichts ausgegeben habe. Und das mache ich in jedem Fall. Und zurück zu dir. Und zurück zu mir. Klauenköcher. Erhöht die Pfeilkapazität. Boah. Rüstung. Nee, nee. Die trage ich. Die kann ich auch verbessern. Nein. Oh, okay. Welche trage ich denn? Keine. Rüstung. Nee. Die nimmt mir zu viel weg. Aber meine kann ich auch nicht mehr verbessern. Hm? Verwenden oder verkaufen Sie Ihren jetzigen Stein, um einen neuen kaufen zu können. Okay. Wie, verstehe ich nicht. Warte mal. Ja gut, aber das ist doch... Warte mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Schauen wir uns gleich an. Ich möchte mal eben was wissen. Nee, nicht Rüstung, Waffe. Ja, da habe ich ja die Wölfe, ne? Wo mache ich denn die? Naja, egal. Was haben wir denn hier? Ja, ihr seht, ich gehe viel auf Atreus, aber... Das ist Gold wert. Der kleine Junge ist Gold wert. Der ist nervig ohne Ende, aber dafür haben sie ihn so nützlich wie möglich im Kampf gemacht. Wir gucken uns gleich natürlich auch nochmal an, was man bei Kratos jetzt neu machen kann. Aha. Okay, was ist das? Aha. Ich
Das finde ich gar nicht schlecht. So, und die nächsten Sachen gehen weiter auf Atreus. Ich will die hier auch noch haben. Aber ich will jetzt immer noch rausfinden. Ist das der Zauber? Das ist ein Talisman, ne? Aha. Ach komm, ich drücke immer das Falsche. Ist das der Zauber? Nein. Leute, ich weiß nicht mehr, wie man die Zauber macht. Egal, wir machen jetzt erstmal weiter. Kommt mir so vor, als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Oger, Drachen. Und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Das wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Klar, ich weiß. Es ist nur, fühlt sich gut an. Weißt du? Ja. Das weiß er. Ich weiß. Nee, da bin ich jetzt auch nicht so von überzeugt. So, dann wollen wir mal klettern. In der Höhle, da gab es viel. Vielleicht mache ich irgendwann später mal eine Folge, wo wir wirklich nur so Kleinigkeiten sammeln gehen. Mal gucken. Weil die nützen mir ja auch was zum Leveln und so. Das macht aber fast keinen Schaden, ne? Boah, was macht die? Wer heilt ihn denn jetzt schon wieder? Okay. Das ist es nicht. Blume. Ich hab's gesehen. Na bitte, soll ich ihn zerschmettern? Nee, weißt du. Mach's nicht. Du bist oh, kein. Das gefällt mir. Aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Ja, ja. Nicht gut. Geh doch nicht so weit. Oh, guckt euch an, die Dinger sind voll heftig darauf. Gut gemacht. Dann mach das auch mal zu Ende, Kleiner. Cool. Sehr cool, oder? Ich sag ja, Atreus ist Gold wert. Deswegen kämpfe ich so ungern alleine. Er ist nervig ohne Ende, aber im Kampf ein super guter Sidekick. Jetzt spielen sie aber auch hier mit mir. Yes. Ah! Hi, na? Na gut. Zeit brauchst du nicht. Aua. Der ist stärker als seine Bros. Warte mal, Kleiner. Ich muss gerade mal was machen. Und jetzt kann er darauf schießen, ist es so? Nee. Kann ich, warte mal.
Nee. Ich verstehe schon. Ich glaube, ich verstehe, was die von mir wollen. Also glaube ich zumindest. Na also. Wir müssen diese Brücke irgendwie herablassen. Sie ist der Weg hier raus. Hier ist noch was. Der hier heißt Emil. Mutter wollte mir von ihm erzählen, aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen aus seinen Achseln? Vielleicht. Wer ihn da ersticht, könnte Odin sein. Und das ist doch unser dritter Schrein. Was ist das? Was? Hm? Anscheinend gar nichts, Jung. Oh. Er kommentiert aber auch einfach alles. Also, ne, der kennt ja keine Grenzen beim Kommentieren. Da, guck mal. Da vorne läuft ein Eichhörnchen. Nein, und jetzt läuft es immer noch daher. Oh, Papa, guck mal. Ein zweites Eichhörnchen. Vielleicht haben diese Eichhörnchen sich lieb. Dass Kratos dir noch nicht umgebracht hat, ne? I don't understand. Warte mal. So, mehr, so, mehr, so, und jetzt zack, 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 zack. Oh, doch nicht. Steckt auf der anderen Seite. Zack, bitte ein. Was? Was ist denn jetzt passiert? Das habe ich befürchtet, Kleiner. Ja, noch mehr. Dann macht mal den Nachtmann da kaputt hier. Okay. Jetzt brauche ich doch von da unten noch was. Das hole ich mir nämlich auch. Ich hab's da dran gemacht. Auch nicht schlecht. Ja, nun. Hm. Oh, jetzt muss das halt mit einem funktionieren. Jawohl. Ach so, okay, hab ich schon. Hab so oft drauf gedrückt. Ha, schön. Ja, schön, ne? Was denn? Was ist los, Kratos? Er hat's gemacht. Das ist gut. Oh ja, bitte, ey. Oh ja, bitte geben mir. Das war jetzt Verarsche hier. Aua. Hat aber ganz schön viel gegeben, ne? Na gut, nehme ich hin. Ach, der hatte den Kram aus der Truhe, hatte er bei sich. Na gut. Eins fehlt uns jetzt aber noch. Und ich frage mich, ob ich das eine vielleicht irgendwo von hier finde. Ah! Ja, Atreus, weißt du, ich bin ja nicht am Kopf gefallen. Das Kind, ey. Zwei von drei Äpfels. Jetzt kann ich beruhigt weitergehen. Und der Gipfel ist aber noch ganz schön weit weg. Es wird kälter. Wir müssen fast oben sein. Vielleicht. Nicht mehr lange, Mutter. Da, der Gipfel. Wir sind ganz nah.
nah dran. Wir sind ganz nah dran. Ja. Na gut. Dein Köcher. Der Gurt ist beim Kampf mit dem Drachen gerissen. Schon gut. Ich halte ihn einfach fest. Halt. Wie, du hältst ihn einfach fest? Ja. Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir, kaputte Waffen jedoch nicht. So geht's erstmal. Gut? Gut. Geh. Langsam, Junge. Pass auf, wo du hintrittst. Und er ist doch nur ein Papa. So kalt wie Alkatis ist. Oh, wo kommt ihr denn auf einmal her? Ja, ja, leider, sagt er. Leider, sagt er. Leider. Hihi. Oh, da sind ja noch mehr. Aber Spaß, muss ich zugeben. Noch mehr? Noch mehr. Was ist hier? Achso, Heilung wäre hier gewesen. Schick mal deine. Ich find's geil, dass mir das aber keinen Schaden macht. Die Wölfe scheiden. Besser. Du hörst die Stimmen auch, oder? Ja, sei still. Wie Atreus sich jetzt immer vergewissert, ob Kratos die Stimme auch hört. Das ist der Mann, der bei uns zu Hause war. Du hattest ihn doch getötet. Ich sehe, bist du diesmal nicht allein. Muss wichtig sein, wenn die Söhne Thors mich mit ihrer Gegenwart beehren. Sagt mal, überschlagt ihr zwei euch noch immer, um Papa zu beeindrucken? Ach, das sind die Söhne, Thors. Der tätowierte Mann. Den Spuren nach reist er jetzt mit einem Kind. Wohin wollen die beiden? Woher soll ich das wissen? Du bist der klügste lebende Mensch, nicht wahr? Und sogar klüger als alle Toten. Du hilfst mir, ich helfe dir. Sag mir, wo sie sind, und ich rede mit Odin. Dein Vater lässt mich nicht gehen, Baldur, und er wird verhindern, dass du mich tötest. Du hast mir nichts zu bieten. Also nimm deine Fragen, deine Drohungen und deine beiden nutzlosen Schwachköpfe und verpiss dich! Also Baldur ist der Onkel von den beiden, ne? Wenn niemand hinsieht, holen wir uns ein anderes Auge. Vergiss nicht, wir sind überall. Sind wir wirklich, nicht wahr? Die nordischen Götter sind alle einfach nicht nett. Sind sie nicht. Alle nur voller Gewalt. Mehr Gewalt, noch mehr Gewalt und noch viel mehr Gewalt. Ah, von euch haben wir gerade gesprochen. Ein tätowierter Mann unterwegs mit einem Kind. Geh und stell sicher, dass wir allein sind. Aber sie sind doch gegangen. Tu, was ich sage. Er weiß nicht, was du bist. Und dabei soll es auch bleiben. Wer bist du? Ich? Ich bin der größte Botschafter der Götter, der Riesen und aller Wesen der neuen Welten. Ich kenne jeden einzelnen Winkel, jegliche Sprachen, geführte Kriege und jeden Handel. Man nennt mich Mimir, den klügsten lebenden Mann. Und ich habe Antworten auf all eure Fragen. Warum jagt uns der Sohn Odins? Na gut, ich habe ein paar Wissenslücken. Aber Odin hält mich hier gefangen seit 109 Wintern. Ich bin sehr schlau. Ich finde die Lösung. Versprochen, ich brauche nur etwas Zeit. Es ist niemand da. Habe ich doch gesagt. Die Mutter des Jungen ist tot. Sie wollte das... Wir sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Oh, dann seid ihr hier am falschen Ort, kleiner Bruder. Der höchste Gipfel aller Welten ist nicht hier in Midgard. Es ist in Jötunheim. Der Welt der Riesen. Nein! Hat sie das wirklich gemeint? Sieh doch.
Das ist die letzte bekannte Brücke nach Jötunheim in allen Welten. Siehst du den Berg, der aussieht wie die Finger eines Riesen? Das ist der Gipfel, den ihr sucht. Nicht hier. Was ist mit dieser Brücke? Wir haben einen Bifrost. Als die Riesen die Brücken zu ihrer Welt zerstörten, haben sie diese hier mit einer Rune versperrt. Wenn es sie noch gibt, kennt die nur ein Riese. Und alle haben Midgard vor langer Zeit verlassen. Richtig. Doch heute haben die Schicksalswinde einen Wirbel des Zufalls erzeugt. Wisst ihr, es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Und ihr habt Glück. Ich habe sonst nichts vor. Wir gehen nach Jötunheim, ja? Strategisch gesehen eure beste und einzige Möglichkeit. Es ist der eine Ort, an den euch der Unbesiegbare nicht folgt. Was ist zu tun? Ja! Schneidet mir meinen Kopf ab. Was? Odin sorgte dafür, dass keine Waffe, nicht mal Thors Hammer, meinen Körper befreien kann. Glücklicherweise braucht ihr meinen Körper nicht. Der Trick ist, jemanden zu finden, der mich wiederbeleben kann. Mit der alten Magie. Alte Magie? Eine Hexe im Wald. Sie kennt diese Bräuche. Wird sie helfen? Vielleicht. Los geht's. Aber wenn sie scheitert, bist du tot. Er quält mich, weißt du. Tag für Tag. Odin selbst legt dafür Hand an und glaub mir, seine Kreativität ist grenzenlos. Jeden einzelnen Tag. Das ist kein Leben. Wie du meinst. Oh, aber ohne mich. Bruder, falls es nicht klappen sollte, musst du etwas wissen. Der Junge, du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer. Es gibt viel über mich, das er nicht wissen soll. Dir ist dein Geheimnis also wichtiger als dein Sohn. Ich hacke jetzt deinen Kopf ab. Auch gut. Sehr lästig. Wir haben jetzt einen Kopf am Gürtel. Naja, wir müssen jetzt zu der Hexe zurück. Der sieht auch nicht so gesund aus. Was heißt hier, sein Geheimnis ist ihm wichtiger als sein Sohn? Ich glaube, sein Sohn ist ihm so wichtig, dass er das Geheimnis eben nicht verraten möchte. Weil hinter dem Geheimnis, dass er ein Gott ist, hängt so ein Rattenschwanz an Gräueltaten, die er vollbracht und begangen hat. Ich glaube nicht, dass man einem Kind das, naja, Kratos sieht in dem einen das andere. Ich glaube, dieses mit differenziert erzählen und so ist nicht so seins, ne? Nun denn, wir gehen dann mal schauen, dass wir Mimir retten. Ich glaube, ich habe seinen Namen nicht ausgesprochen. Er wird bei mir immer Mimir heißen, nur Gutes. Ab zur Hexe. Damit wissen wir, dass es ihr anscheinend gut geht. Die wird sich bestimmt riesig freuen, dass wir ihr einen Kopf anbringen. Schauen wir nächstes Mal. Gehabt euch wohl, hinterlasst mein Kommi. Ich fand's mit mir irgendwie lustig, dass wir jetzt auch einen Kopf vor allen Dingen am Gürtel hängen haben. Habt einen schönen Tag. Haut rein!